Fußballfreunde, ihr seht, Eintracht Frankfurt, das erste Bundesligaspiel in der Saison 2022-23 steht an. Das ist die Saison, wo wir jetzt unseren Titel verteidigen. Ole Fleck hat Trainingsziel erreicht, da können wir erstmal... Ich würde auch schon fast sagen, das ist der Ole Fleck. Ich möchte gerne höhere Ziele von dir sehen. Jannik Steinkrug, da müssen wir nochmal gucken. Also Jannik Steinkrug hier in der ersten Mannschaft. Ja, hat eine 11. Ich würde fast sagen, ich würde das gern tauschen. Der soll in die Reserve. Und wir gucken mal, wie man... Also, der gute Pierre Littbarski wird auch demnächst nach oben kommen, denke ich mir. Also, Ole Fleck geht jetzt auf jeden Fall in die erste Mannschaft. Den wollen wir mal testen. So. Also da haben wir jetzt ein paar gute Spieler, die sich da so ein bisschen hochkämpfen können. Der Berger hier, der Patrick. Den würde ich auch gerne jetzt in die erste noch reinziehen. So, dann haben wir jetzt die erste Mannschaft stehen. Also, Kevin Prince-Boateng war jetzt völlig außer Form, sodass Nietzscham hier reinkommt. Erstmal. Kramer. Ah, der Jordan Hans, den lassen wir erstmal drin. Und der hat sich da ganz gut. Boyambalo. Reno hat sich da reingespielt. Das ist ganz erstaunlich. Und Ole Fleck rückt nach. Hat er sich verdient. Dann gucken wir mal ins News Center, was da noch gibt. So, Saisonvorschau, die gucken wir uns jetzt mal in Ruhe an. Dresden gegen uns 1-1. Ronny Marcos im Training böse gefault. Benno Schmitz Trainingsziele erreicht. Da müssen wir mal ran jetzt. Können wir auch mal an der Stelle mal sprechen. Nächstes Spiel brauche ich dich in Topform, sage ich ihm. So, Dribbling können wir noch ein bisschen höher fahren. Die Sachen können wir jetzt erstmal hier rausnehmen. Schnelligkeit und so, das ist alles noch gut. Das können wir erstmal so lassen. Mannschaftsführung findet großen Anklang, also sind alle soweit zufrieden. Ja, gucken wir uns mal die Saisonvorschau an, das Saisonheft. Zu eurer Erklärung, wenn hier ein Name nur in Großbuchstaben geschrieben ist, dann ist das immer ein Spieler, der neu ist in der Mannschaft, also neu gekauft wurde. Ja. Und bei uns war das ja nur einer. So, dann haben wir Bayern München. Die haben Khedira gekauft. Und Milik. Aber Bayern München hat sich ja komplett verändert. Ne? Das sehe ich ja jetzt erst. Milik natürlich ein Torjäger. Ist das jetzt die erste Mannschaft? Sieht so aus, ne? So verändert sich das. Göttel im Tor, die muss ich mir mal angucken jetzt hier.
kann doch nicht das Bayern München sein, oder? Schalke? Ja, Schalke haben wir ja kennengelernt. Da sehen wir, Draxler ist neu. Lanin ist neu. Dann bei Freiburg. Da sehe ich jetzt gar keinen neuen. Leverkusen. Lamela ist da neu. Das war es auch schon. Wolfsburg. Die haben jetzt gar nichts mehr. Dortmund. Ist ja interessant. Frankfurt, wo wir jetzt gegen spielen. Parker ist neu bei ihnen. Bremen. Bremen, interessant hier. Jerome Boateng. Mein lieber Mann. Gladbach. Hannover. Da ist Neustädter neu. Süle ist neu. Dann haben wir Düsseldorf. Stuttgart. Schnellhardt ist hier neu. Mainz. Ich glaube, die haben die meisten, was ich so gesehen habe. Ja, Bender ist da neu. Die haben vorne den Jüko noch drin. Das ist ja ein Ding. Nürnberg. Braunschweig. Der HSV, da bin ich gespannt drauf. Ja, die haben sich ja auch schon einige Verstärkungen geholt. Dann gehen wir jetzt mal durch. Gucken wir jetzt nochmal ganz genau, wie die Transfers waren. Bei uns waren ja nur zwei. Einmal Stefan De Vrij hat uns nach Nottingham verlassen und Donis Avdija. Bei Bayern, die haben neu dabei den Jakusch, den Khedira und den Papadopoulos und haben 1, 2, 3, 4, 5 Abgänge. Schalke, Draxler, Harrison und Olic, das sind die neuen bei ihnen und die haben aber einige Abgänge, mein lieber Mann. Da ist ein richtiger Aderlass bei Schalke, aber sie haben sich trotzdem gut verstärkt. Freiburg, ein namhafter Neuzugang, aber jede Menge Abgänge. Leverkusen, ja, der Lamela, das ist ein interessanter Mann hier. Der ist also nicht schlecht. Wolfsburg, gar keine Neuzugänge zu vermelden bis jetzt, aber jede Menge Abgänge. Und die Dortmunder, ja, Liebmann und Flücke sind hier sehr namhafte Zugänge, aber sie haben auch mit Donis Avdija einen ganz wichtigen Mann verloren. Thomas Kraft ist auch noch ein guter Mann verloren gegangen. Frankfurt mit Parker einen guten Neuzugang zu vermelden. Aber mit Bast auch einen guten Abgang. Bremen. Tja, nur Göttl, der jetzt hier so ein bisschen namhafter ist. Gladbach. Kukori natürlich ein sehr starker Neuzugang. Und Thomas Kraft von Dortmund. Ja. Hannover, Neustädter und Süle, Düsseldorf, Stuttgart, Mainz, Nürnberg, Braunschweig, der HSV, hier mit Christopher Lenz haben die sich wirklich einen guten Mann geholt, das muss man wirklich sagen, einen guten Mann geholt. Und Hoffenheim. Also so die namhaftesten Neuzugänge habe ich jetzt eigentlich hier gesehen bei Schalke 04. Ja, schauen wir mal gegen Frankfurt. Also nach dem, was ich jetzt gesehen habe, kann ich die Bayern gar nicht richtig einschätzen. Da haben also viele Spieler den Verein mittlerweile verlassen. Es sind ein paar gute nachgekommen, aber
Die Besten sind immer noch die Bayern. Wir sind die Jüngsten. Das ist ja interessant. Ältesten ist Wolfsburg. Der Beste ist Marc Reimann, unser ehemaliger Spieler. Der Älteste ist hier Sebastian Sosa. Wir haben die negativste Bilanz. Und wir haben einen der Top-Transfers hier getätigt. Also ich würde sagen, Bayern, Schalke und wir, das sind so die Favoriten für die neue Saison. Jetzt bin ich mal gespannt nach Stärke, wo wir da landen. Wir landen auf 1. Wir landen auf 1. Also so ein bisschen so, wie ich es auch geschätzt habe, Dortmund. Muss mal abwarten. Bin gespannt über die Aufsteiger, wie die in die Saison reinkommen. Also, es geht los. Die Saison startet. Ich denke, so richtig großartige Transfers werden jetzt nicht mehr kommen. Nationalmannschaft auswählen. Ja, ich könnte Deutschland spielen hier. Das wäre mal ganz interessant, ne? Soll ich das mal machen? Nee. Mach ich weg. Lass mal weg. Lenkt wieder zu sehr ab von der ganzen Geschichte. Das möchte ich nicht. Okay. Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt, gegen eine Mannschaft, die, denke ich mir, in der Saison guten Fußball spielen wird. Das ist der erste Spieltag. Schalke-Leverkusen ist hier das Topspiel. Bin sehr gespannt auf die Bayern. Und dann geht's los. Ich bin heiß auf die Saison. Ich bin heiß auf die Saison. Ich denke, ihr auch. Die Mannschaft steht. Ja, so können wir eigentlich starten. Der Hannessen, den würde ich jetzt sogar schon vorziehen, dem McQuire. Aber ansonsten so richtig. Ey, der Patrick macht mir Sorgen. Ich hoffe, dass er in die Saison gut reinkommt. Nee, ich sage ihm jetzt mal, ich brauche diesen nächsten Spiel in Topform. Er muss jetzt mal was abrufen. Wie sieht es aus mit den Trainingszielen bei ihm? Tja, er kommt in die Jahre, ne? Hat auch keinen hohen Marktwert hier. Ich hoffe, er enttäuscht mich nicht in dieser Saison. Gucken wir uns den Gegner an. Julian Schieber, den müssen wir natürlich hier in Sonderbewachung nehmen. Kittel, da haben sie einen guten Mann im Mittelfeld. Parker, der neue Mann, auf links. Stark. Niklas Stark. Aber ich denke, wir können die Mannschaft hier packen. Das können wir auf jeden Fall. Dann wünsche ich euch viel Spaß. Bin gespannt, was ihr mir an Kommentaren schreibt über die anderen Mannschaften, über meine Mannschaft, über die Position von Patrick Weihrauch. Ich habe fast die Befürchtung, als wenn wir diese Saison da was machen müssen. Warten wir es mal ab. Aber ich lasse ihn trotzdem noch von Anfang an spielen. Er hat uns viel gegeben und deswegen geh mal rein ins Spiel. Viel Spaß wünsche ich euch. Herzlich willkommen.
willkommen hier aus dem Ostseestadion in Rostock im ersten Bundesligaspiel. Und die erste Chance, also auf Patrick Weihrauch bin ich heute sehr gespannt, weil er hat es heute in der Hand. Meine Kritik, die ich schon seit 2-3 Wochen jetzt gegen ihn habe, zu entkräften. Er ist unser Torjäger und wir brauchen ganz klar einen Patrick Weihrauch, der seine 25 bis 30 Tore in der Saison macht, und da ist er jetzt Anfang der Saison noch lange nicht. Ich glaube, er hat noch kein Tor erzielt bis jetzt. Und da ist Dunis Avdija, unser neuer Mann. Ja, Frankfurt, eine Mannschaft, die, denke ich mir, im obersten Drittel sich wiederfinden kann, wenn alles gut läuft. Und heute zählt's. Heute ist also alles, was wir bisher gespielt haben, hat keine Wirkung. Ein Supercup, internationaler Supercup, alles Titel, die Prestige beinhalten. Aber hier geht es jetzt um die Sache. 34 Bundesligaspiele, und wer die meisten gewinnt, ist am Ende Meister. Und da geht es drum. Und Frankfurt macht hier schon mal einen guten Start. Chandler über rechts. Und da ist Vlachodimos. Ja, wie gesagt, im Moment in der Mannschaft unumstritten Dunis Avdija, vorne Patrick Weihrauch, läuft seiner Form hinterher, und einen zweiten starken Stürmer sehe ich noch nicht. Also ich weiß nicht, ob wir am Ende ein Sturmproblem haben hier in der Saison. Wir werden sehen. Heinze muss weit zurückgehen. Gefaltson geht auch weiten Weg zurück. Frankfurt macht gleich Druck hier. Das macht Gyfaltson gut. Ball kommt. Nochmal Gyfaltson, verliert den Zweikampf. Und die Gefahr ist vorbei für das Frankfurter Gehäuse. Aber jetzt eine gute Konterchance über Chandler. Oh, das sieht gefährlich aus. Weihrauch. Avdija. Wieder Patrick. Sieht aus wie Boswick Jackson, bei dem alle hoffen, dass er endlich eine Saison spielt ohne Verletzung. Schmitzkatz hatte ja auch mal so eine Grottensaison, wo er so schwer verletzt war. Boswick hat das jetzt auch hinter sich. Aber wir haben auch eigentlich auf allen Positionen immer ein gutes Update. Zwar kein Weltklasse-Update, aber wir haben gute Updates hinter den Stammspielern. Hinter einem Dunis Avdija ist immer noch ein Nicham oder ein Prince Boateng. Aber mit Dunis Avdija haben wir uns auf jeden Fall einen Mann geholt, der das Spiel vorantreiben kann, der auch torgefährlich ist. Das hat er bewiesen. Und jetzt Patrick Weihrauch. Ich denke, Dunis und sie kennen sich ja schon. Da ist wieder Patrick Weihrauch. Ah, das erste Mal eine gute Chance hier im Spiel. Hoffentlich kommt er in Form. Er ist für uns mega wichtig. Seine Tore haben uns den Erfolg gebracht in der letzten Saison. Nicht nur seine alleine, aber Bojan Palo war da noch zu nennen. Chandler. Stark. Und da ist das 1:0 für Frankfurt. Und wer macht's? Julian Schieber, die Spitze, der Stoßstürmer der Frankfurter. Ein Mann mit viel Erfahrung. Ja, Freunde. Willkommen in der Saison 2022-23. Wer denkt, das geht hier wie geschnitten Brot, der sieht sich jetzt Besseres belehrt. Besseren belehrt, so. Sand im Getriebe von Rostock. Schmitz. Ah, schön. Ja, dann macht er so einen Grottenpass, ne? Kittel. Frankfurter
Machen weiterhin Druck. Die wollen natürlich jetzt nachlegen. Boah, das spielen sie gut. Das spielen sie gut, aber das ist abseits. Jai, der macht das doch. Ja, wunderbar. Wunderschönes Tor. Ich meine, wir sind ja nun eine Mannschaft mit. Wir sind Meister geworden in der letzten Saison. Wir sind Champions League-Sieger. Es kann ja nicht sein, dass wir uns von Frankfurt hier niedermachen lassen, deswegen bin ich froh. Man sieht es, der neue Mann, Denis Avdija. Der bringt uns was hier. Der bringt uns was. Wenn jetzt noch Patrick Weihrauch in die Form kommt von der letzten Saison, dann haben wir, dann sind wir schwer auszurechnen. Aber im Moment läuft er noch seiner Form hinterher. Güfalsson. Andersen hat mich bis jetzt nicht enttäuscht, dass ich ihn gebracht habe. Bender. Und wieder abseits. Naja, es ist das erste Bundesligaspiel in der Saison. Können noch nicht in der Verfassung sein, so nach Spieltag 10 oder Spieltag 12, da sieht man schon eher eine Tendenz, dass wir eine Form haben, das haben wir im ersten Spiel gesehen und jetzt Güfalsson. Und dass wir gute Spieler in unseren Reihen haben, das muss ich nicht noch an der Stelle erwähnen, das wissen wir. Aber was sie aus den Möglichkeiten machen, das müssen wir abwarten. Ronny Marco ist ja auch ein sehr erfahrener Mann mittlerweile, unser Urgestein. Und Denis ist unser Taktgeber. Schmitz kratzt jetzt. Heinz rückt auf, schickt nochmal Schmitz. Erster Halbzeit muss man mit zufrieden sein. Das geht natürlich besser. Das geht natürlich besser. Tja. Ich schicke mal Clement Reno gleich zu Beginn hier rein für Güfalsson. Hat ein sehr gutes Spiel gemacht beim letzten Mal. Das war nicht der Matchplan und wir gehen auf 100% jetzt hier. So, Clemens Reno im Spiel. Ich habe auch mit ihm vor der Saison ein Gespräch geführt, ob er sich schon so weit fühlt, dass er jetzt hier in so einer Spielklasse schon mitwirken kann. Er hat gesagt, ja, er ist heiß drauf, er will es versuchen. Er traut sich zu. Denis Avdija. Weihrauch, bleibt hängen. Weihrauch, jetzt hat er den Ball. Jetzt, das kann er doch. Schade. Brauchen die Weihrauchtore. Oder von mir aus Clemens. Soll mir auch egal sein. Hauptsache, wir haben einen, der Tore macht. Torfabrik ist noch nicht in Form. Wir haben ja noch Poyampalo. Oder wir müssen in der Winterpause uns was einfallen lassen. Das sind so die Themen, die uns jetzt in den nächsten Wochen bewegen werden.
Ich meine, ich habe ja schon so Momente gehabt, wo ich gedacht habe, okay, Weihrauch hat so viele Jahre jetzt in der Weltklasse gespielt. Es hat mich immer wieder überrascht, dass so ein Spieler das schafft in die Weltklasse. Aber er hat es gemacht und da ist er. Und da ist das 2:0, aber es ist Clemens Reno. Vorlage kam hier von Patrick. Geben wir Patrick noch eine Chance, was soll's? Irgendwann kommt er schon. Dass er es kann, das wissen wir. Aber die Nase war richtig von mir. Clemens Reno macht hier das Tor. 2:1 führen wir. Jetzt sind die Frankfurter gefordert. Wichtig wird halt sein, dass sich kein Spieler verletzt von den Leistungsträgern. Wenn jetzt im Sturm sich jetzt jemand da schwer verletzt, zum Beispiel ein Patrick Weihrauch oder so, was ja immer wieder mal im Rahmen des Möglichen ist, dann haben wir echt ein Problem. Aber wir sehen, die Leute, die dahinter sind, rücken nach. Ein Reno macht hier sein Tor. Also, geht doch. Jackson. Gibt Einwurf für uns. Und es gibt Eckball, ne? Doch nicht. Mal gucken, wen wir jetzt noch bringen können. Wir können mal den Julian neu bringen für Borswick, der so ein bisschen abbaut. Schön jetzt auf Weihrauch. Weihrauch. Ach, schade. Ich denke, wenn er mal eine richtige Chance kriegt, dann macht er das Ding auch. Ja, die Frankfurter haben sich noch nicht geschlagen gegeben. Lachodimos mit einer hervorragenden Parade. Und da ist Julian neu. Für Borswick Jackson, der noch hätte spielen können, aber der so ein bisschen nachgelassen hat. Hat er gut gemacht, hat er gesehen, dass die Stürmer im Abseits waren. Und jetzt auf Außen, jawohl, in den Lauf von Julian Neu. Ach, schade. Und der ist leider Abseits. Ich würde jetzt gerne mal den Ole Fleck sehen. Den bringen wir mal rein. Sollen jetzt immer mehr Spieler mal die Chance kriegen, in die erste Mannschaft reinzukommen. Er hat sich über die zweite Mannschaft hier reingespielt, der Ole. Und Ronny Markus hat seine Sache gut gemacht heute, sodass jetzt mal Ole Fleck zeigen kann, ob er aus gutem Holz geschnitzt ist. Hannessen macht seine Sache auch gut. Weihrauch. Ach, schade. Da ist Ole Fleck. Super gelöst. Schnörkellos. Einfach den Ball ins Ausgehauen. Genau richtig. Frankfurter haben auch eingewechselt. So, jetzt auch, wenn die Frankfurter kommen. Bender, der Fuchs, passt auf. Und jetzt die Konterchance. So, über Patrick Weihrauch. Und der hat jetzt Platz. Links geht einer mit. Aber er verdribbelt sich, holt aber hier noch einen Freistoß aus.
Rosendorn kommt. Fisch in die Rosendorn. Mensch, Patrick, mach nochmal ein Tor jetzt, komm. Clemens holt einen Freistoß raus. Das macht Benno Schmitz jetzt, ne? Oh, schön gemacht von Benno. So, jetzt würde ich Patrick Weihrauch mal ein schönes Seitfallziehertor wünschen oder ein Kopfballtor oder irgendwas. Mensch, komm, Patrick, du kannst es doch. Julian. Was war das? Oh, Stürmerfoul von Clemens. Aber der hat sich gut reingebracht hier ins Team. Also insofern hat auch hier, wenn alles gut läuft, vielleicht den Siegtreffer gemacht. Da ist er wieder. Julian. Ah, Patrick kommt nicht an den Ball. Da ist der neue Mann gewesen am Ball von Frankfurt. Julian kämpft aber hier hart. Und Reno. Weihrauch. Fehlt irgendwie die Spritzigkeit. Fleck, Ole Fleck, sehr agil. Da ist er wieder. Und Julian Neu. Und das ist abseits. Ja, Weihrauch. Noch weit weg von seiner Weltklasseform, die ihn in den letzten Jahren immer wieder ausgezeichnet hat. Aber wir lassen ihn nicht fallen. Schön von Hannessen. Und wir gewinnen am Ende 2:1. Wir sehen uns gleich im Nachbericht. Ja, bester Mann, unser Neuzugang, Dunis Aftejai. Aber es hat jetzt kein Spieler irgendwie enttäuscht. Auch ein Patrick Weihrauch hat hier noch eine Vorlage gegeben für das Siegtor von Clemens Reno. Wir gewinnen 2:1. Das war jetzt fürs erste Spiel in der neuen Saison erstmal okay. Na? Okay, schauen wir uns mal die Ergebnisse an, wie die anderen gespielt haben auf den anderen Plätzen. Also unser Spiel haben wir gesehen. Dann der VfB Stuttgart gewinnt 4:0 gegen Fortuna Düsseldorf. Das ist abzusehen gewesen. Dann haben wir Braunschweig verliert 1:2 gegen Borussia Mönchengladbach. Auch das war zu erahnen. Freiburg, die Streichtruppe, immer jedes Jahr eigentlich recht gut aufgestellt, verliert hier 0:1 gegen Dortmund. Schalke, wo wir jetzt zweimal gegen gespielt haben, spielt 0:0 gegen Leverkusen. Das ist vielleicht schon mal so ein kleiner Fingerzeig, wie stark Leverkusen ist. Werder Bremen gewinnt 3:0 gegen Hannover, sehr souverän. Und Bayern verliert im Bayern-Derby gegen Nürnberg 3:1. Ja, ich habe so ein bisschen befürchtet. Ich sehe die Bayern nicht mehr so stark. Ich weiß nicht, was da los ist, aber irgendwie habe ich das Gefühl, das ist nicht die Truppe mehr der vergangenen Jahre. Hoffenheim gewinnt 3:0 gegen Mainz und der Hamburger SV gerät hier unter die Räder. Das habe ich mir so nicht vorgestellt. Ich dachte, sie würden etwas besser starten, hatten sich ja ganz gut verstärkt, aber so sieht's aus. Stimmen zum Spieltag. Jeder sollte, ach, das können wir vergessen, Spieltagsstatistik. Ist der gute Bender von uns in der Mannschaft der Woche. Teamleistung war ganz gut. Und beste Spieler. Anthony Ucha führt hier mit 2 Toren. William José, Medojevic, Reus und José Lu haben hier jeweils 2 Treffer. Und führen die Torschützenliste an. Dunis Aftejai und Clemens Reno haben sich auch hier in die Torjägerliste eingetragen mit jeweils 1 Treffer. Okay. Nächster Gegner ist Wolfsburg. Und wir sehen es hier, Traumeinstand für Dunis Aftejai. Ja, das ist wirklich, da freue ich mich sehr drüber, dass Dunis jetzt den Weg zu uns gefunden hat. Das war ja schon mal toll. Und dass er jetzt aber so gut in die Saison rein startet. Und er führt uns an.
Und ich habe das Gefühl, er will unbedingt Meister werden und Champions League-Sieger. Und das sind auch unsere Ziele, das wollen wir auch. Willian Jose ist der beste Torschütze bei Wolfsburg und der beste Spieler ist Silvio Lung. Das ist unser nächster Gegner. Wir müssen nach auswärts fahren. Ich sage erstmal Dankeschön und Tschüss, euer Smiloni.